Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Thomas Stottmeister. Ich bin der Geschäftsführer der Biomin Deutschland GmbH. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Webinar mit dem Thema Emissionsminderung in der Geflügelhaltung. Und ich freue mich, hier insbesondere Herrn Dr. Höppner, Herrn Stefan Tepker und Herrn Dr. Brehme begrüßen zu dürfen. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon bei dem Webinar dabei war, bei der Eurotier. Da wird sicherlich das eine oder andere darauf abheben. Ich freue mich jedenfalls auf ein paar anregende Vorträge und übergebe an unsere Moderatorin, die Leiterin unseres Marketing, Frau Sandra Schmidt. Ja, vielen Dank für die Einleitung, Thomas. Auch Sie alle herzlich gegrüßt von unserer Seite. Wir freuen uns, dass Sie zahlreich erschienen sind. Kurz ein paar technische Sachen. Sie haben die Möglichkeit, im Chat und unter dem Fragenbereich an uns Fragen zu senden. Wir werden die Fragen am Ende des Vortrags oder der Vorträge beantworten, weil sicherlich werden auch einige Fragen zwischen den Vorträgen noch beantwortet werden. Falls wir nicht alle Fragen schaffen, dann keine Sorge, wir werden auch im Nachgang offene Fragen noch bearbeiten und Ihnen dann Antworten zukommen lassen. Ja, und jetzt freue ich mich auf den ersten Vortrag von unserem Referenten, den Herrn Dr. Höppner, und wünsche Ihnen allen viel Spaß. Bin ich zu sehen? Ist der Vortrag zu sehen? Ich habe Sie sind keinen. zu sehen, der Vortrag gerade noch nicht, Herr Ich Höppner. habe keinen Link reinbekommen, Oh, deswegen. dann probieren wir das gleich noch Ja. einmal. Gut. So, erneut. Jetzt habe ich Jetzt, ihn. Jetzt ist wunderbar. es. Ja, wunderbar. So, jetzt sieht man den Vortrag, nehme ich an, ne? Exakt. Wunderbar. Dann möchte ich mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken, an diesem Online-Seminar mitzumachen. Mein Name ist Dr. Dirk Höppner. Ich bin hier für den Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft und gleichzeitig auch für den Bundesverband bäuerliche Hähnchenerzeuger. Der ZDG, der Zentralverband der deutschen Geflügelwirtschaft, ist praktisch der Dachverband und der Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger ein Spezialverband darunter. Ja, also wir wollen ein bisschen über dieses Indoor-Projekt sprechen, was der BVH initiiert hat. Ich möchte ein bisschen auf die Hintergründe dazu eingehen, warum wir das gemacht haben, was unser Ansinnen damit war. Und im Grunde ausschlaggebend war ja damals die Novellierung der TRLUFT, die anstand. Das geht ja schon in das Jahr 2016 zurück. Wir sind damals damit konfrontiert worden. Es wurde auch mal wieder Zeit, den TRLUFT anzupassen, denn die Merkblätter, die BVT-Merkblätter für die Intensivtierhaltung von Geflügel und Schwein, die im Februar 2017 veröffentlicht worden sind, müssen national umgesetzt werden. Das soll mit der TRLUFT erfolgen. Wir hatten in Deutschland zwischenzeitlich auch so einen Flickenteppich. Es gab diverse Filtererlasse in einzelnen Bundesländern wie Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen. Im Grunde sind von den BVT-Merkblättern die Intensivanlagen betroffen mit 40.000 Plätzen. Ich nenne sie jetzt einfach mal Intensivanlagen, die großen Anlagen und ab 40.000 Plätze Geflügel, unabhängig davon, welches Geflügel. Und die TRLUFT macht dann die Vorgabe, dass die Ammoniakemissionen um 70% mindestens gemindert werden müssen. Und das ist verknüpft an den verpflichtenden Einbau einer Abluftreinigung. So ist es vorgesehen. Für die Bestandsanlagen soll eine Übergangsfrist von 5 Jahren dafür eingeräumt worden werden. Und das Besondere ist bei der TRLUFT, dass auch die kleineren Anlagen, die sogenannten V-Anlagen nach Wörther BEMSchV, ebenfalls mit einbezogen werden in die TRLUFT. Die müssen immerhin noch eine Minderungswirkung bei den Ammoniakemissionen von 40% erzielen. Also man sieht, die Tierhaltung ist hier ganz massiv betroffen, ganz speziell auch die Geflügelhaltung und die hat einen großen Anteil, einen bedeutenden Anteil an der Neufassung der TRLUFT. Und hinter dem Ganzen steckt natürlich auch noch ein Politikum,
Denn die Bundesrepublik Deutschland hat sich gegenüber der EU ja verpflichtet, den Ammoniakausstoß im Vergleich zum Jahr 2005 bis 2030 um 29% zu reduzieren. So, das Thema der Luft hat hohe Wellen geschlagen. Das hat, wie gesagt, große Auswirkungen auf die ganze Struktur der Landwirtschaft, auf die Tierhaltung. Damit hat sich auch die Agrarministerkonferenz 2017 schon auseinandergesetzt, im März 2017. Es wurde eine umfassende Folgeneinschätzung eingefordert im Hinblick auf diese unterschiedlich geprägten Agrarstrukturen. Und bestimmte Länder haben noch eine Protokollerklärung abgegeben, dass auch Tierwohlaspekte bei der Festlegung von emissionsmindernden Maßnahmen besonders zu berücksichtigen sind. Und auch die Umweltministerkonferenz und für die Tierluft ist ja auch das Umweltministerium federführend. Auch die Umweltminister von Bund und Ländern haben gesagt, dass den gesellschaftlich gewünschten Tierwohlanforderungen mit der Novelle der Tierluft ausreichend Rechnung getragen werden muss. Ja, das Thema Tierwohl beschäftigt uns auch noch auf anderer Ebene. Dazu werden wir später noch eingehen. Das wird Herr Stefan Tepka noch machen. Sie wissen, dass es hier ein Kompetenznetzwerk Nutztierhaltung gibt auf Ebene des BML, die sogenannte Borchert-Kommission, also benannt nach dem Vorsitzenden dieses Gremiums, Herrn Jochen Borchert. Das ist der ehemalige Bundesagrarminister. Und da wird ja über eine nationale Tierwohlkennzeichnung auch diskutiert, die ein zentraler Baustein der nationalen Nutztierstrategie sein soll. Da spielt gerade in der Stufe 2 dieser Tierwohlkennzeichnung, dieser Aspekt des Außenklimas eine wichtige Rolle. Also Stufe 1 mehr Platz, Stufe 2 mehr Platz oder noch mehr Platz und zusätzlich noch der Kontakt zu Außenklima für die Tiere. Und in der Stufe 3, der Premium-Stufe, und da kommt dann noch der Auslauf der Tiere, also die Freilandhaltung mit ins Spiel. Also die Frage ist natürlich auch, wie geht man mit diesen Zielkonflikten um? Einerseits heißt es runter mit den Ammoniak-Emissionen, andererseits Außenklimakontakt und die Tiere nach draußen. Das ist natürlich, wie gesagt, auch ein Zielkonflikt, mit dem man sich beschäftigen muss. Nun, wir haben uns als Verband immer klar zu der Abluftreinigung, wie sie jetzt Gegenstand ist, immer klar positioniert. Wir haben immer deutlich gemacht, dass wir die Abluftreinigung nicht als Stand der Technik ansehen, sondern dass diese Abluftreinigung nur als eine Art standortbezogene Lösung in Betracht kommt, weil hier auch der ganze Aspekt der Wirtschaftlichkeit stark berücksichtigt werden muss, wenn man definiert, was dann überhaupt Stand der Technik ist. Und dennoch hatten wir eben die Situation, dass die Behörden von unseren Mitgliedern, von unseren Mitgliedsbetrieben im Rahmen von Neubaumaßnahmen immer wieder den Abluftwäscher zur Auflage gemacht haben im Rahmen der Genehmigungsverfahren. Und wir haben uns mal den Kopf zerbrochen, was kann man da eigentlich machen? Wir müssen dieses ganze Thema irgendwie auch proaktiv angehen und haben uns dann mal mit dem Thema emissionsmindernde Maßnahmen im Stall auseinandergesetzt, die sogenannten Indoor-Verfahren. Dazu gibt es sehr wenige Erkenntnisse. Bis vor einiger Zeit und geschweige denn, dass hier irgendwelche Messdaten zu solchen Projekten verfügbar waren. Das heißt, der Bundesverband Bäuerlicher Hähnchenerzeuger hat hier die Initiative ergriffen und mit der DLG ein Projekt initiiert. Wir haben eine Literaturrecherche beauftragt, was es in diesem Bereich alles so gibt. Am Ende nicht viel. Und deswegen haben wir uns mit der DLG zusammengetan, haben die Eurotier 2016 genutzt, haben ein Geflügel-Special speziell zu diesem Thema auf die Beine gestellt. Vielleicht mag der ein oder andere sich daran erinnern, der auf der Eurotier war. Und wir haben seitens des ZTG, des BVH, dieses ganze Thema auch politisch eingebettet mit verschiedenen Podiumsdiskussionen. Wir hatten unter anderem auch die Bundespolitik da mit an Bord. Gleichzeitig haben wir die Eurotier natürlich genutzt, auch den Kontakt zu Herstellerfirmen zu suchen, die spezielle Produkte anbieten, die vielleicht einen emissionsmindernden Effekt in der Geflügelhaltung haben können, etwa Futtermittelzusatzstoffe, Wasserzusatzstoffe, Einstreuschadstoffe oder sonstige technische Maßnahmen. Ja, jetzt hängt mein Vortrag. Nein, es geht. Wir haben dann diese Firmen, die hier aufgeführt sind, praktisch für das Projekt gewinnen können, mit dabei auch natürlich die Firma Biomin, die Firma Unipoint aus der Schweiz, Lubing und Hydrobiomet. Und wir haben dann eben, und das hat eben das Testzentrum der DLG gemacht, das ganze Projekt initiiert. Es sind konkret Messungen gemacht worden.
zu bestimmten Maßnahmenpaketen, ausgehend von einem Referenzstall mit N und P angepasster Fütterung, Standardeinstreu mit Stroh, auch eine Standardausrüstung. Und es würden zwei Varianten gefahren, also Versuchsreihen durchgeführt. Die Varianten haben sehr eigenartige Namen. Das hat damit zu tun, dass die praktisch die Kürzel der Projektpartner beinhalten. Da verstecken sich die Firmennamen hinter. Ich wage es kaum aufzusprechen. Die Variante 1 haben wir Endomin BVH Loop Bemin Bugs genannt. Es geht hier um einen Futtermittelzusatzstoff, einen Einstreuzusatzstoff, einen Wasserzusatzstoff und eine technische Maßnahme, eine höhenverstellbare Tränke. Es geht hier auch jetzt nicht darum, die Produkte vorzustellen, sondern ich will nur grob das Projekt skizzieren. Und die Variante 2 haben wir Endomin Loop Unibugs Uni genannt. Das ging hier um einen Futtermittelzusatzstoff, einen Wasserzusatzstoff und eben wieder die höhenverstellbare Tränke als technische Maßnahme. Zwischenzeitlich sind die DLG-Prüfberichte zu diesem Projekt oder zu diesen beiden Maßnahmenpaketen auch auf der Homepage der DLG veröffentlicht. Ich habe die Links hier einfach mal in dem Vortrag reinkopiert. Das lässt sich aber auch einfach googeln. Bei Interesse lassen wir Ihnen diese Berichte auch gerne zukommen. Und das Ergebnis dieses Ganzen ist eben, dass eine gemäß dieser Prüfberichte eine verminderte Ammoniakemission bei beiden Verfahrenskombinationen gegenüber dem Referenzstellen nachgewiesen wurde. Für das Projekt Indomin BVH Loop Bemin Bugs ein Minderungsgrad von 11,3% im Durchschnitt gegenüber dem Referenzwert. Und bei dem anderen Maßnahmenpaket, ich versuche es nochmal auszusprechen, Indomin Loop Uni Bugs Uni, ein Minderungsgrad von 15,0%, dies jeweils gemittelt über alle Messreihen auf beiden Betrieben. Ja, was heißt das? Ich habe mich hier mal einer Grafik der DLG bedient, die auch im DGS-Magazin veröffentlicht ist. Hier kann man eben nachweisen, dass gegenüber dem Emissionsfaktor der VDI-Richtlinie 3894 der Referenzstall alleine schon eine Emissionsminderung von 47% erreicht hat. Und wenn man dann die beiden Maßnahmenpakete sieht, in einem Fall nochmal eine Emissionsminderung von 53% gegenüber dem Referenzstall und im anderen Fall von 55% gegenüber dem Referenzstall. Jetzt werden Sie sich fragen, oder ich fasse es nochmal zusammen, was wir eigentlich mit diesem Projekt vorhaben. Wie gesagt, die TH Luft ist gerade in der Novellierung. Das wissen Sie sicher, wenn Sie mit dem Thema befasst sind. Es ist ein zähes Ring. Die TH Luft ist gerade im Bundesrat, ist da ein bisschen in Stocken gekommen, weil das Ganze natürlich, das können Sie sich vorstellen, weil es sehr viele Änderungsanträge gegeben hat oder geben wird. Wir sind als Verband ja auch nochmal politisch aktiv geworden, weil wir auch großen Änderungsbedarf sehen. Und die TH Luft befasst sich ja nicht nur mit der Tierhaltung, sondern mit der Industrie insgesamt. Und dann kann man so ungefähr sich eine Vorstellung davon machen, dass das wirklich ein großes Politikum ist. Wir möchten im Grunde, dass die beiden Maßnahmenpakete anerkannt werden, in der TH Luft praktisch in Anhang 11 oder wie der Anhang dann eben auch nummeriert ist, aufgenommen werden als anerkannte Minderungsmaßnahme in der Hähnchenhaltung. Wir wollten mit unserem Projekt als Bundesverband bäuerlicher Hähnchenerzeuger aber auch den Impuls dafür geben, dass vielleicht noch vergleichbare Projekte auf den Weg gebracht werden, denn in der Hähnchenhaltung, in der Geflügelhaltung gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten, Emissionen zu mindern. Und wir wollen eben auch erreichen politisch, dass der Anhang 11 der TH Luft oder welcher Anhang es dann auch immer ist, flexibel gehandhabt wird. Denn sobald es eine neue Maßnahme gibt, die anerkannt ist, die vielversprechend ist, dann muss die unserer Meinung auch schnell in die TH Luft aufgenommen werden. Und ich hatte es ja eben gesagt, das Problem ist eben, dass die TH Luft immer nur in sehr großen Zeitabständen novelliert wird. Das letzte Mal, die letzte Fassung, die jetzt noch gilt, ist eben von 2002. Ja, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen. Wie gesagt, es ging mir darum, ein bisschen das Projekt einzuordnen. Was war der Anlass? Warum haben wir das gemacht? Wie sind wir vorgegangen? Was ist dabei rausgekommen? Und damit bin ich mit meinem Vortrag am Ende. Ich danke für die Aufmerksamkeit und wie gesagt, für Fragen stehen wir alle ja gleich nach den Vorträgen noch zur Verfügung. Vielen Dank erstmal an dieser Stelle. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Heppner, für die Einleitung zum ganzen Thema. Und ich freue mich jetzt, dass wir dann mit dem Herrn Tepker das Ganze noch aus der Sicht des Praktikers noch ein bisschen vorgestellt bekommen.
gebe einmal die Rechte weiter und freue mich dann auf die nächsten Ausführungen. Genau, Herr Tepke, wenn Sie dann einmal, genau, Kamera passt, Ton fehlt noch und dann geht's los. Genau, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie Geduld mit mir hatten. Und von daher würde mal hoffen, dass die Präsentation jetzt sonst durchläuft. Genau, ganz kurz zu mir. Mein Name ist Stefan Tepke, bin 40 Jahre alt, verheiratet, gelernter Landwirtschaftsmeister, hier heute in dem im Vortrag, in der Vortragsreihe der Praktika. Habe den Betrieb in Handlung im südlichen Emsland. Unsere betrieblichen Schwerpunkte sind neben der Hähnchenmast noch die Schweineproduktion. Wir mästen Schweine im geschlossenen System. Wir betreiben Ackerbau mit Sonderkulturen. Und der vierte Betriebsschwerpunkt ist die Energieproduktion. Und nebenbei bin ich ehrenamtlich Vorsitzender vom Bundesverband der deutschen Hähnchenerzeuger BVH. Was bewegt die Branche? Was bewegt die Praxis? Ich fürchte, jetzt ist der Herr Tepke auch noch rausgeflogen. Dann haben wir heute wirklich das Worst-Case-Szenario. Ich bitte Sie da kurz um Geduld. Er ist tatsächlich rausgeflogen. Beratungs. Jetzt. Herr Tepke, Sie waren kurz weg. Sie waren kurz offline. Wir haben Sie nicht gehört. Okay. Bis ab wo? Ab vorne. Also ab da, ja. Also wir haben noch kurz die Vorstellung mitbekommen. Ja, genau, alles klar. Ja, wie gesagt, Landwirtschaftsmeister, der Praktiker hier in der Runde. Neben Hähnchenmast halten wir Schweine, produzieren Energie und betreiben Ackerbau. Ehrenamtlich Vorsitzender des BVH. Was bewegt die Branche? Ich glaube, aktuell sind es massiv zwei Themen. Das eine Thema ist Tierluft. Das zweite Thema ist das Ganze um Tierwohl und um den Umbau der Tierhaltung selber. Das Thema Tierluft bewegt uns eigentlich, ich glaube, massiv jetzt seit einem guten halben Jahr, weil die Novellierung steht schon länger an. Aber vor einem halben Jahr ist die Tierluft eigentlich durch den Bundestag gegangen und hat damit einfach an Bedeutung gewonnen. Beziehungsweise vielleicht muss man auch sagen, ist die Tierluft dadurch bedrohlicher geworden, weil sie auf einmal wieder Schwung oder Fahrt aufgenommen hat, nachdem wir eine Jahre lang immer wieder in Beratung waren, immer wieder Anfragen hatten, auch als Verband Stellung zu beziehen. Und auf einmal war es im Bundestag, ist da durchgegangen und liegt jetzt im Bundesrat. Dort ist es jetzt schon zweimal von der Tagesordnung genommen worden, vermutlich weil alle Beteiligten noch Beratungsbedarf sehen. Das ist auch das, wo wir nach wie vor Hoffnung haben, dass wir, und da muss man eigentlich sagen, nicht wir als Bundesverband, sondern teilweise eigentlich auch eher die Landesverbände noch Einfluss nehmen können über ihre Landtagsabgeordneten, über die Länderminister. Warum ist die Tierluft so bedrohlich für die Hähnchenmäster? Das war bei Herrn Höppner zu sehen. Es droht innerhalb einer für die Schwere, für die Größe der Auflage eine Filterpflicht in nur 5 Jahren. Und das würde eine Reihe von Problemen nach sich ziehen. Die große Frage halt auch, klar, müsste der Gesetzgeber dafür sorgen, dass diese Filteranlagen auch genehmigungsfähig sind. Aber wir müssen einfach auch sehen, wir haben bislang nicht alle Ställe zentral am Giebel entlüftet. Wir haben halt auch noch unterschiedliche Arten von B- und Entlüftung. Da wäre die Frage Umbau der gesamten Lüftungsanlage
Also dass es einfach am Ende nicht nur der Filter ist, der geschaffen, gebaut, genehmigt werden muss, sondern halt auch die Frage vielleicht sogar weiterer Umbauten. Und dem schließt sich an die Frage der Wettbewerbsfähigkeit, weil wenn wir darüber nachdenken, was heute so ein Filter kostet, in der Investition plus gegebenenfalls die beschriebene Folgeinvestition. Und dann käme als drittes der Betrieb des Filters dazu, der nochmals wieder Kosten verursacht. Und das ist dann der Punkt Wettbewerbsfähigkeit. Einfach allein im europäischen Wettbewerb uns massiv nach hinten drängen würden, weil wir es einfach sehen, dass andere Länder in Europa, die mit Sicherheit auch diese Minderungsziele haben, diesen Punkt Emissionsminderung anders lösen. Als Beispiel in Tschechien gibt es einen Katalog, ich sage mal, da kann der Hähnchenmester ankreuzen, welche Maßnahmen er macht, ich sage mal, eine andere Einstreu, eine andere Tränke, teilweise auch die Maßnahmen, die wir jetzt hier in diesem Projekt gesehen haben. Und für jede der Maßnahmen gibt es einen Faktor X an Emissionsminderung. Und darüber wird dann die Emissionsminderung erreicht und oftmals einfach deutlich, deutlich günstiger. Von daher bin ich eigentlich froh, dass das Projekt Emissionsminderung schon vor Jahren auch von meinem Vorgänger im Verband angeschoben worden ist und dass auch die Firmen mitgemacht haben, weil es einfach wichtig ist zu zeigen, was auch im Stall möglich ist. Was ist eigentlich unsere Hoffnung dahinter? Der Urgedanke war, dass es eine Anrechnung dieser Maßnahmen mit einer in der Ausgangsvariante x% Reduzierung anerkannt wird. Optimalerweise, dass man später vielleicht auch noch Maßnahmen kombinieren kann und in der Folge, dass der Hähnchenmester keinen Filter braucht oder gegebenenfalls, auch das wäre ja schon ein Teilerfolg, eine niedrigere Filterstufe oder einen Filter einsetzen kann, der ja einen niedrigeren Abscheiderate hat. Das ist mit Sicherheit auch beim Beginn des Projektes vielleicht schon im Auge gewesen, dass man einfach sagt, naja, das ganze Thema Filter kam auf. Wie können oder was können wir den Mestern an die Hand geben, um Emissionen auch in der Zeit vielleicht noch mehr als heute auch im Baugenehmigungsverfahren voranzukommen. Und das ist, glaube ich, aktuell gar nicht mehr unser Thema, sondern unser Thema ist eigentlich nur, wie bekommen wir Emissionen gemindert und wie kommen wir vor dem drohenden Filter weg. Vielleicht noch ganz kurz dazu, weniger Emissionen, gleich mehr Tierwohl. Vielleicht hat man da vor Jahren ein Fragezeichen dran gemacht. Ich glaube, heute kann man schon sagen, wenn wir in den Ställen weniger Emissionen haben, geht es oftmals den Tieren deutlich besser. Das ist hier im Projekt nicht mit untersucht worden. Und das finde ich, ist auch ein wesentlicher Punkt, den Herr Höppner auch eben in seinen Zahlen gezeigt hat. Diese 11 bzw. 15% Minderung, die sind ja sehr, sehr gut. Was für mich als Praktiker bei dem Projekt und auch in der Verbandsarbeit ein Riesenpunkt ist, ist diese Emissionsminderung um 50, 55%, beziehungsweise der Referenzstall, der 47% besser war gegenüber den VDI-Zahlen. Und das zeigt eigentlich die Leistung, die die Branche Hähnchenmast mit einem Referenzstall, das wird mit Sicherheit auch nicht der schlechteste Stall gewesen sein, aber das zeigt eigentlich den Erfolg der Branche, was eigentlich in den letzten Jahren geleistet wurde und was uns heute eigentlich gar nicht angerechnet wird. Das heißt, also wir können zeigen, dass wir auch mit einem Referenzstall, mit heutiger Haltung, mit heutigem Futter eigentlich schon wesentlich weniger Emissionen haben, als uns und der Branche angelastet wird. Das ist aber was, was wir mit Sicherheit politisch auch weiter noch nutzen wollen in den Diskussionen. Inwiefern wir das nutzen können, warten wir es ab. Ein großer Punkt, sowohl in der Praxis bei den Hähnchenmestern, aber auch in der politischen Diskussion, ist immer wieder das Thema Tierwohl, weil das ist einfach natürlich das Thema, wo Politik heute sehr,
vielleicht noch ein offenes Ohr hat. Wir haben eben die Borchardt-Pläne, Borchardt-Kommission angesprochen. Und hier wird eigentlich klar, auch durch die Mitarbeit von NGOs, die Dokumentation von mehr Tierwohl wird abgefragt, abgefordert. Das heißt, wir werden in Zukunft noch mehr sehen, dass wir Tierwohl nicht nur beschreiben müssen, sondern dass wir es dokumentieren müssen. Der gesellschaftliche Wunsch ist auch eindeutig in die Richtung. Und ich glaube auch für die Praktiker heißt oftmals ja auch gesündere Tiere gleich wirtschaftlicher Betrieb. Was sehen wir jetzt bei Borchardt? Wo geht die Reise hin in der gesellschaftlichen Diskussion? Und ich glaube, und auch das war eben schon beschrieben, wir werden in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht um eine weitere Besatzdichtenreduzierung umherkommen. Und wir werden mehr und mehr auch Ställe sehen mit Außenklima. Jetzt könnte man sagen, Außenklima brauchen wir das, auch gerade in Zeiten von Geflügelpest. Und ich glaube, da müssen wir ganz klar trennen nochmal Außenklima und Auslauf. Außenklima meint in der jetzigen Diskussion Außenklimakontakt, sprich überdachter Wintergarten mit einem Netz davor, mit einer Jalousie davor, dass die Tiere Kontakt zu Außenklima haben, aber nicht auf die grüne Wiese, das wäre der Auslauf. Und warum bin ich als Praktiker, warum sind wir aber auch als Verband aktuell auch dabei und sagen, das kann ein guter Weg sein, weil ich glaube, der Filter und Außenklima arbeiten nicht zusammen. Und das ist was wir auch in der Politik verankern konnten. Und das heißt für uns im Umkehrschluss auch, dass wir gegebenenfalls mit dem Außenklimaanbau, mit dem Außenklimabereich auch am Filter vorbeikommen. Jetzt können wir aber, wenn wir nur so denken würden, ist das mit Sicherheit zu kurz gedacht, weil mit Sicherheit wird uns auch ein Anteil abverlangt, wie wir dokumentieren und zeigen können, dass wir Treibhausgase bzw. Emissionen in Summe reduziert haben. Und dafür ist halt auch dieses Projekt Indoor-Emissionen so wertvoll, weil wir einfach zeigen können, was wir in den letzten Jahren in der Branche geleistet haben, was wir mit zusätzlichen Techniken im Stall leisten können. Und ich glaube, wenn wir an diese 70% Reduktionsziel denken und wir auf der einen Seite die ganz grob 50% Reduktion sehen, die wir vielleicht gegen früheren erfassten Zahlen zeigen können, aber auch diese 15% Reduktion im Projekt mit den genannten Maßnahmen sehen und wir hätten, ich sag mal, bei Borchardt in Stufe 1, Stufe 2 ja auch eine Besatzdichtenreduzierung, die zumindest dann auf den Stall gesehen auch für eine Emissionsreduzierung sorgt, dann kann das durchaus ein Weg auch für die Praxis sein, die Produktion am Standort Deutschland zu halten. Ja, der dritte Punkt und auch den, glaube ich, dürfen wir heute zumindest in politischen Debatten, gesellschaftlichen Debatten nicht vergessen, ist der Punkt Nachhaltigkeit. Und auch hier nochmal angesprochen, dass, glaube ich, durch die Reduzierung von Emissionen, und ich hatte hier nochmal die Werte aufgeschrieben, 30% der Ammoniak-Emissionen entstehen im Stall, 40% bei der Mistausbringung, dass wenn wir Emissionen reduzieren, egal welche Emissionen, dass es oftmals damit einhergeht, dass es dass die Effizienz erhöht wird. Und wenn wir die Effizienz erhöhen, dann werden wir auch damit nachhaltiger. Und das sehen wir auch bei diesen durchgeführten Projekten, wo wir Emissionen reduziert haben, dass es oftmals dann ja auch damit einhergeht, dass wir weniger Emissionen im Stall haben und auch diesmal aus dem Mist heraus weniger Emissionen haben. Und das glaube ich, diese drei Punkte in Summe sind das, was wir auch auf die Waagschale legen können, auch in den Diskussionen. Und von daher bin ich froh, dass wir das Projekt im letzten Jahr dann auch erfolgreich mit den Firmen abschließen konnten und am Ende Gott sei Dank auch noch punktgenau fertigstellen konnten, um das jetzt in eine Diskussion um TH Luft und auch in die Diskussion um Borchardt-Umbau der Tierhaltung mit einfließen zu lassen, weil das sehen wir heute immer mehr. Wir brauchen Zahlen, Daten, Fakten
um halt auch unsere, ja, um unsere Stellung deutlich zu machen. Ja, das war es von meiner Seite. Entschuldigen Sie nochmal die technischen Schwierigkeiten. Ich freue mich auf Ihre Fragen und auf die spätere Diskussion. Vielen Dank, Herr Tepke. Ich denke, trotz der technischen Schwierigkeiten hat das doch alles jetzt noch sehr gut geklappt. Danke für Ihren praktischen Bezug und ich freue mich jetzt noch auf die Vorstellung von dem Herrn Dr. Bremer, warum das Ganze Sinn macht, die Indoor-Maßnahmen, und übergebe dann an ihn weiter. So, Herr Bremer. Wunderbar, Sie haben das Wort. Ja, auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Gunnar Bremer. Ich habe das Ganze heute ohne Folien gemacht, um die technischen Sachen gleich zu überbrücken. Bin 49 Jahre jung, habe in Ostfriesland Landwirtschaft gelernt auf dem Milchviehbetrieb, war viele Jahre in Niedersachsen, unter anderem auch in der Bundesforschungsanstalt für Landwirtschaft in Braunschweig, war in Vechtern, Göttingen, an der Uni, im Agrartechnischen Institut in Potsdam-Bornim und bin seit etwa 30 Jahren im landwirtschaftlichen Sektor unterwegs und seit 20 Jahren bei der Firma Daktec Brüterei GmbH beschäftige ich mich also mit Geflügel, Spezialgebiet Enten. Und ich darf auch im Rahmen der siebenköpfigen DLG-Prüfungskommission mein Werk sozusagen, meine Expertise dazugeben. Da bedanke ich mich auch nochmal ganz herzlich bei allen anderen Beteiligten. Ich bin sozusagen stellvertretend für diese DLG-Prüfungskommission heute vor Ort und möchte Ihnen, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, einen kleinen, vielleicht auch etwas größeren Abriss geben, um das Ganze verständlicher zu machen, warum aus unserer Sicht Indoor Sinn macht. Wo Menschen und Tiere leben, da wird es halt immer stinken. So könnte man die Ausführungen erstmal beginnen. Wir haben seit Jahrzehnten einen Interessenkonflikt zwischen Massentierhaltung, sogenannter Massentierhaltung, also Umweltschutz und Tierschutz auf der anderen Seite. Beide Seiten sind natürlich verständlich. Auf der einen Seite möchte ich Wirtschaftlichkeit haben, möchte große Betriebe haben. Und auf der anderen Seite möchte ich kleinere bäuerliche Familienbetriebe haben. Die Frage ist jetzt, was ist besser? Einen großen Betrieb, aus dem es stinkt, oder 10 kleine Betriebe, aus denen es stinkt? Deutschland will einerseits mit der Nutztierverhaltung, der Nutztierverordnung natürlich das Tierwohl stärken, will die Regionalität stärken, will die Massentierhaltung minimieren. Und auf der anderen Seite will Deutschland natürlich auch gleichzeitig mit der TA Luft einen Deckel über die gesamte Tierhaltung stülpen und mit einem Gesetzesentwurf alles erschlagen, vorsichtig. Es soll den Tieren in geschlossenen Ställen Messungen ermöglichen. Das kann man natürlich gut kontrollieren, wenn die Ställe zu sind. Am Ende packe ich da eine Abluftreinigung hin. Es lässt sich messtechnisch sehr relativ leicht realisieren und ich kann gut kontrollieren. Und das ist sicherlich einer der Punkte, warum die TA Luft das Ganze so vehement verfolgt, um einfach eine bessere Kontrolle zu haben, eine sichere Kontrolle. Zu der Genauigkeit komme ich gleich noch dazu. Dass die Abluftreinigung für die großen Anlagen sehr modern ist, steht außer Frage. Sie hat mittlerweile seit über 20 Jahren einen Stand der Technik erreicht. Ich möchte hier meinen geschätzten Kollegen Dr. Siemers erwähnen und auch meinen Kollegen Dr. Hane von der FLN Braunschweig. Beides sehr, sehr hohe Experten auf ihrem Gebiet, die zum einen die Abluftreinigung erfunden haben und zum anderen mit dem Kloppenburger Leitfaden auch die Existenzen von Betrieben gesichert haben, die in manchen Lagen gar nicht mehr hätten existieren können. Und insofern ist die Arbeit nicht umsonst. Die Frage ist jetzt nur, wo sind die Enden, die Möglichkeiten einer Abluftreinigung und wo endet vielleicht die Sinnhaftigkeit einer Abluftreinigung? Weniger Tiere ist aus Sicht der bäuerlichen Haltung keine Alternative. Eine Abluftreinigung für die 10 kleinen Ställe, das hat Tepke gerade angesprochen, macht auch keinen Sinn, viel zu teuer in der Anschaffung und im Unterhalt. Und zudem kommt auch noch die McGuides-Mentalität, die wir in Deutschland haben, zum kleinen Taler. Davon kann der Landwirt aber nicht leben. Krasser geht der Widerspruch nicht. Industrialisierung, TA Luft gegenüber Nutztierhaltung. Fakt ist, wir sind an der Wegegabelung. Gehen wir nur nach rechts oder gehen wir nur nach links oder nehmen wir die goldene Mitte? Wenn wir die goldene Mitte nehmen, haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, von rechts alles und von links alles zu profitieren. Das ist einmal nur so in Deutschland. Wollen wir back to the roots oder wollen wir zukunftsträchtig sein? Das ist die große Frage,
die sich uns stellt, einen großen Stall gut geführt oder 10 kleine Ställe schlecht geführt? Und die Antwort ist so traurig, wie es aber klingt, wir wissen es nicht. Und da liegt genau das Problem. In Deutschland muss immer alles gut sein. Es muss mit einem Deckel, ein Deckel muss auf alle Kochtöpfe passen. Das funktioniert aber leider noch nicht. Es gibt nie die eine Lösung für ein Problem. Ein Betrieb liegt in einem Naturschutzgebiet, der andere liegt nicht da drin. Ein Betrieb liegt mitten im Ort, der andere liegt JWD. Des einen Tod, des anderen ziehen Brot, sagt man in Norddeutschland so schön. Und deshalb ist es an Kompromissbereitschaft gerade heute zwingend erforderlich. Und Indoor ist eine Möglichkeit, etwas, einen anderen Vorschlag zu bieten. Indoor ist nicht alles. Indoor ist aber eine Alternative, um den Karren, der sich schon ziemlich im Dreck befindet, da rauszuziehen, um neben den bereits ausgereiften Klimasteuerungen, die es schon seit Jahrzehnten gibt, nun auch ausgereifte Fütterungsstrategien und ausgereifte Tränkestrategien anbieten zu können und diesem System auch eine Chance zu geben, um sich zu beweisen. Das ist wichtig. In Indoor setzt im Keim an, also an der Quelle, wo die Emissionen entstehen. Und das ist aus unserer Sicht ein weitaus besserer Ansatz, als pauschal eine Abluftreinigung vorzuschreiben. Und Indoor ist gesprächsbereit. Wie heutzutage wie das World Wide Web ein offenes System ist, wir möchten ausdrücklich darum bitten, mitzuwirken, wenn es neuere Ansätze gibt, neuere Lösungsvorschläge. Bitte machen Sie einfach mit. Und helfen Sie, dass das ganze System besser wird. Wir sind kein Dogma. Indoor ist kein Dogma, das festlegt, zack, so muss es sein für die nächsten Jahrhunderte, sondern es ist eine Möglichkeit, unter den derzeitigen Bedingungen noch eine Wirtschaftlichkeit der deutschen Geflügelwirtschaft zu erzielen. Noch ist die TR Luft nicht verabschiedet, noch haben wir also eine Chance. Warum können wir Indoor empfehlen? Warum können wir aus Sicht der DLG-Prüfungskommission dieses mittragen? Und aus meiner Sicht gibt es im Wesentlichen 3 Gründe und die möchte ich mit Ihnen jetzt etwas näher erläutern. Der erste Grund ist das Wachstum der Tiere. Die Biologie, in der Biologie der Tiere, gerade im Geflügelbereich, steckt ein enormes Potenzial. Die Tiere wachsen extrem schnell, gerade im Hähnchenbereich oder auch im Entenbereich haben wir es mit schnellst wachsenden Tieren zu tun. Die sind so schnell, dass die Abluftreinigung im Vergleich viel zu träge ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Biofilter nehmen, der kommt nicht hinterher mit den Wachstumsprozessen, denen die Geflügelhaltung vorgibt. Wenn wir den Chemowäscher nehmen, bei dem geht es natürlich viel, viel schneller, der hat schon eher die Möglichkeit. Die Abluftreinigung kann aus unserer Sicht nur End-of-Pipe-Lösung sein, dort, wo es nicht mehr geht. An der Quelle, aber bei wachsenden Tieren, funktioniert eine Abluftreinigung nur bedingt. Und die Entwicklung der Lebensgewichte, der Genetik der Tiere ist viel, viel schneller als es die TR Luft, das sagte Herr Dr. Höppner ja bereits, ist viel zu träge. Nach 20 Jahren kommt da vielleicht eine Änderung, aber in der Zwischenzeit ist da so viel Wasser den Rhein runtergeflossen. Das sind einfach viel zu träge Systeme, die müssen viel, viel flexibler sein. Wenn Sie sich den DLG-Prüfbericht, den Herr Debgor schon erwähnt hatte, die 7101, durchlesen, der zeigt, so richtig zufrieden hätte man rein theoretisch von den 11,3% und von den 15,0% nicht sein können. Aber, jetzt kommt das große Aber, der untersuchte Hähnchenbetrieb war ja bereits ein sehr, sehr gut geführter Betrieb. Und von einem sehr, sehr gut geführten Betrieb noch etwas zu reduzieren, ist schon eine richtige Nummer. Und ich möchte auch persönlich, das ist meine persönliche Meinung, weg von diesen Prozenten. Ich habe hunderte von Messungen selbst durchgeführt über die letzten 30 Jahre und ich habe immer wieder viele Diskussionen geführt über die Prozente. Behörden, Auflagen verlangen x Prozent, 30, 40, 50, was auch immer. Und im Stall ist das Klima aber schon so gut, dass ich gar keine Chance mehr habe, an die 50% heranzukommen. Stellen Sie sich vor, Sie wiegen 100 Kilo, möchten auf 80 Kilo runter. Die ersten 5 Kilo dürfte nicht das Problem sein. Vielleicht auch die zweiten nicht. Aber was machen Sie, wenn Sie bei 85 sind und wollen auf 80 runter? Der Aufwand, der Effekt ist unglaublich schwer, die letzten 5 Kilo noch zu erzielen. Das meine ich sinnbildlich für die Stelle. Wollen Sie lieber einen Stall, in dem es stinkt, ganz salopp gesagt, nehmen wir Ammoniakkonzentrationen von 20, 30 oder wie früher Sitte teilweise 40, 50 ppm herrschten, nur um einen Reinigungsgrad der Abluftreinigung von 80 oder 90% zu erreichen? Oder wollen Sie lieber 5 ppm im Stall haben,
und dafür nur einen Wirkungsgrad von 10 oder 20%. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage und Sie erkennen hoffentlich schon, dass diese alleine diese Prozente uns hier nicht weiterbringen. Als zweiten Punkt neben dem schnellen Wachstum der Tiere ist die Prüfungskommission, kann es mittragen, weil wir direkt an der Quelle ansetzen. Wir setzen direkt an der Quelle an. Wie viel Ammoniak kommt denn aus einem Stall raus? Das ist ja so eine Frage, die man genau gar nicht beantworten kann. Wenn wir jetzt frei gelüftete Ställe nehmen, haben wir Fehlerquoten allein in der Volumenstrombestimmung von 30% Minimum. Das bedeutet, das ist ja der größte Faktor in der Gleichung, wir haben Massenströme, die können jenseits von Gut und Böse liegen. Wir wissen es nicht genau. Besser ist es, die Emissionen gar nicht erst entstehen zu lassen. Ich sagte bereits, in der Biologie der Tiere steckt ein enormes Wachstumspotenzial. Wenn wir mit Indoor-Maßnahmen direkt an der Quelle ansetzen, brauchen wir unter Umständen keine Abflussreinigung mehr. Das eben auch für Systeme mit Auslauf erforderlich und sinnvoll, weil wir haben hier sozusagen zwei Effekte. Wir haben zum einen, dass wir in Maßnahmen direkt an der Quelle ansetzen und zum anderen haben wir gleichzeitig den Auslauf mit erledigt. Wenn wir nämlich im Außenklimastall sind, können wir gar keine Abluftreinigung installieren. Das macht gar keinen Sinn. Wenn wir aber an Orten eine Abluftreinigung brauchen, dann bin ich ganz klar, das sagt auch der Dr. Hahn immer wieder, dann muss die Abluftreinigung mit Wenn und Aber ohne Einschränkungen umgesetzt werden. Da gibt es keine Alibi-Anlagen, die dann irgendwie hinten dran gesteckt werden, nach dem Motto, ich habe ja eine, zur Beruhigung. Und da kann sich der Landwirt auch nicht darauf ausruhen, dass er irgendeine Genehmigung hat und sagt, für die nächsten 20 Jahre war es das. Wenn Abluftreinigung, dann muss es natürlich schon richtig gemacht werden. Aber von der Abluftreinigung wird oft auch das Problem von der Luft über das Wasser in den Boden verschoben. Das ist auch eine gewisse Augenwischerei. Ich habe die Luft gereinigt, habe meine 80%, meine 70% erzielt und habe es dann schön beiseite ins Wasser oder dann letztlich bei der Ausbringung auf die landwirtschaftlichen Flächen in den Boden verschoben. Das kann es auch nicht sein. Wenn wir die bessere Verwertung des Futters ansetzen an der Quelle, dann ist das der allererste Punkt, weil Ammoniak, das ist wichtig zu wissen, entsteht nicht primär, die Ente oder der Zähnchen oder die Pute scheiden kein Ammoniak aus, sondern das bildet sich erst sekundär in der Einstreu. Wenn wir durch Futterzusatzstoffe es möglich machen, dass durch die internen Stoffwechselvorgänge im Geflügel weniger ausgeschieden wird, entsteht automatisch auch weniger Ammoniak im Stall. Wenn wir die Tränketechnik über Druckregulierung, Steuerung der Wassermengen, Wasserverbrauch, Frischwasserzufuhr, sprich Wassermanagement, deutlich die Wasserverluste senken können, dann haben wir auch was erreicht. Desto weniger Wasser, desto weniger Ammoniak kann sich im Stall bilden. Trockener Einstreu ist automatisch besseres Klima im Stall. Herr Tepke hat das ja erwähnt. Ganz ohne weiteren zusätzlichen Aufwand. Wassertemperatur, Wasserdruck, Wassermenge gezielt einstellen. Wenn Sie zum Beispiel zu warmes Wasser durch die Leitung im Sommer erhitzen, die Tränkeleitung, dann haben Sie das Problem, dass Sie sich Keime festhalten. In dieser Schicht, in den Rohren, Kalk lagert sich in den Leitungen ab. Und durch die Temperaturregulierung regulieren die auch den Keimdruck nach unten. Sie helfen, die Futterverwertung nebenbei noch zu erhöhen, wenn auch nur minimal. Und daher, das ist unser Hauptgrund von der DLG, wollen wir diese Systeme fördern, ihnen auch eine Chance geben. Und es ist nicht so, dass wir sagen, die Systeme sind gut, weil sie einfach indoor einmal eine Maßnahme gemacht haben. Nein, wir wollen ja, dass überwacht wird. Wir wollen uns nicht vorwerfen lassen, nach dem Motto, wir installieren da irgendein System und dann ist gut. Nein, es soll kritisch auch geschaut werden, wie machen wir das? Es soll transparent, es soll ein offenes System sein. Der dritte Punkt und letzte Punkt meiner Ausführungen, warum wir Indoor begrüßen, ist, dass ein besseres Management im Stall grundsätzlich gut ist und grundsätzlich zum einen für besseres Tierwohl und zum anderen auch für die bessere Wirtschaftlichkeit. Das heißt, hier schaffen wir diesen Spagat, dieses Konfliktpotenzial zwischen Umwelt- und Nutztierverordnung zumindest ein bisschen kleiner werden zu lassen. Die Biologie, die hochdynamisch ist, ist eine Geschichte. Das Management des Landwirts ist aber die ganz andere. Stellen Sie sich vor, einen Stall in Deutschland, zwei Hähnchenställe, einen im Emsland und einen im Bayerischen Wald, mal als Beispiel. Der eine liegt schön in Nord-Süd-Richtung, hat eine schöne Querdurchströmung, ist super durchlüftet. Der in Bayern liegt vielleicht in West-Ost-Richtung, hat eine schlechte Durchströmung. Dann habe ich schon geografisch und lokal ein Problem.
Das bedeutet, jeder Betrieb in Deutschland ist individuell. Es geht gar nicht mit der TH-Luft-Glocke, eine Regelung für alle da raufzusetzen. Und die Strömungsverhältnisse im Stall sind enorm wichtig. Das heißt, der Betriebsleiter hat sehr wohl die Aufgabe zu schauen, muss ich vielleicht einen Stützlüfter reinbauen, muss ich ein Loch in die Giebelwand machen, wenn meine Strömungsverhältnisse unzureichend sind. Deswegen bekommt der Expertise des Betriebsleiters eine ganz große Bedeutung zu, dass er nicht nur sagt, ich kaufe mir jetzt für Summe X eine Abluftreinigung und habe damit alle Sorgen erledigt. Nein, er ist gefordert, wird auch in Zukunft gefordert sein, hier aktiv an einer Verbesserung mitzuwirken. Der Prüfbericht zeigt ja die 11,3%, dass selbst Spitzenbetriebe wie dieser Hähnchenbetrieb immer noch Potenzial haben nach oben. Und das finde ich eine bemerkenswerte Zahl. Das ist, gilt es aus meiner Sicht zu beachten. Gutes fachliches Management ist eine Kunst. Unsere Bauern, wie ich sie mal liebevoll nenne, unsere Bauern haben Landwirtschaft gelernt, sie haben eine Ausbildung genossen, sie haben studiert, sie haben umfangreiche Lehrgänge besucht und haben fundiertes Wissen. Und das sind Schätze, die wir in Deutschland haben. Die sollten wir uns nicht einfach durch die Lappen gehen lassen. Das sind wirklich Erfahrungswerte, die die Bauern von der Praxis mitbringen. Sprich, die technischen Voraussetzungen, die müssen gegeben sein, plus das fachliche Können des Landwirtes ergeben letztlich sein Können. Das sind also Erkenntnisse, die auch in Regelwerken wie der TH Luft zum Beispiel berücksichtigt werden müssen. Der schlimmste Fall, der passieren kann, ist, wenn ein fundierter, fachlicher Landwirt, nennen wir es mal, auf einen ahnungslosen Behördenvertreter trifft. Es gibt sehr unzählig viele kompetente Behördenvertreter, aber es gibt auch welche, die Dienst nach Vorschrift machen und die pauschal irgendwelche Regelungen erlassen. Und wenn jetzt jemand, ich sage es ganz salopp, ahnungslos ist in einem Entscheidungsgremium, er lässt irgendein Regelwerk, dann haben wir das fatale Folgen, weil er gar nicht weiß, was ist an der Basis los. Und deswegen will ich Sie bewusst ermutigen, das Miteinander zu suchen, von der Praktik, vom Praktiker bis hin zur Politik, denn nur gemeinsam können wir das Ganze überhaupt knacken. Gutes Fütterungsmanagement ist auch eine Kunst für sich. Selbstmischer. Ja, wir wollen ja, die Politik möchte ja heimische Produkte, möchte weniger Importe, Regionalität. Was heißt das für den Futtermischer? Er muss ja fast schon ein eigenes Labor betreiben. Er muss auf seine Ration achten. Wann muss ich wie was füttern? Habe ich so viele Silos vorhanden? Die sehen, wie wichtig auch hier das Management ist, dieses Landwirtes, um letztlich sicherzustellen, dass die Emissionen und das Tierwohl gleichzeitig berücksichtigt werden. Und ebenso ist es, dann ist auch der letzte Punkt, für das Management des Betriebsleiters. Ein Tränkemanagement ist auch eine Kunst. Das Wassermanagement ist aus meiner Sicht in den letzten Jahren besser behandelt worden. Es wurde früher viel, viel zu stiefmütterlich behandelt. Wir haben Regelungen gehabt für Klimasteuerung, für PC-Steuerung, für selbst für Fütterung gibt es schon in der TH Luft die nährstoffangepasste Fütterung bei Schweinen. Das ist nichts Neues, das gibt es schon lange. Aber so ein Tränkemanagement, das ist echt schon ein richtig guter Ansatz. Der gefällt mir persönlich jetzt auch sehr, sehr gut. Nicht so nach dem Motto, die Tiere brauchen was zum Saufen und gut ist. Nein, brauchen die nicht. Hier ist auch richtiges Management. Hier kann man auch sehr viel verkehrt machen. Frisches Wasser für die Tiere. Der Landwirt muss auch das im Griff haben. Und der PC, den wir ja alle so schätzen und ohne den wir uns ein Leben gar nicht mehr vorstellen können, hat auch in der Trinkmanagement, im Wassermanagement, wie wir es mal nennen wollen, auch schon mittlerweile Einzug gehalten. Ist auch gut so, dass er hier unterstützt wird. Und ich denke, hier steckt noch und schlummert noch ein unglaubliches Potenzial für ein besseres Klima im Stall. Fazit des Vortrages: gute fachliche Praxis, essentielle Basis, ist aus unserer Sicht essentiell und wichtig und deswegen wollen wir das auch fördern. Deswegen wollen wir auch Indoor-Maßnahmen, emissionsmindernde Maßnahmen fördern, die direkt im Keim ansetzen. Und natürlich die technischen Updates heutzutage, also die Neuerungen offen zu sein, dass wir kein Dogma sagen über die TH Luft, die für die nächsten 20 Jahre bis 2040 gilt und bis dahin muss das halt so sein. Nein, dann lieber eine schlankere TH Luft, die flexibel reagieren kann, die auf dem Miteinander zwischen Basis und Politik getroffen wird, als einen so einen dicken Schinken, der im Regal liegt, den die Hälfte der Bundesbürger wahrscheinlich nur versteht und die Gesetze haben und viel zu träge sind, um mit der Zeit dann mitzugehen. Überwachung, das sagte ich schon klar. Wir wollen offen sein, wir wollen transparent sein, wir wollen nichts verheimlichen und jeder von Ihnen ist herzlich eingeladen, da auch mitzumachen, um weitere Systeme zu finden, um der deutschen Landwirtschaft hier eine weitere Zukunft bieten zu können. Haben Sie den Mut, was Neues anzufangen und ich bedanke mich in diesem Sinne ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
Vielen Dank, Herr Dr. Brehme, für die sehr freien und tollen Ausführungen, warum die ganzen Indoor-Maßnahmen aus Ihrer Sicht Sinn machen. Ich würde jetzt alle Referenten gerne noch einmal mit Kamera und Ton hinzuholen für die Fragerunde. Wenn Sie Fragen haben, bitte schreiben Sie uns unten im Chat, teilen Sie uns das mit, was Sie noch interessiert und was Sie noch wissen möchten dazu. Ja, eine Frage kam rein, Herr Hübner, für Sie mit der Bitte, würden Sie bitte noch einmal beschreiben, was sich hinter dem Maßnahmenpaket verbirgt? Also welche Zusätze etc. kamen zum Einsatz? Darauf vielleicht noch mal kurz eingehen. Oh, ich habe jetzt diese Produkte ganz nicht im Detail im Kopf. Das möchte ich lieber nachreichen. Ich bin jetzt ganz bewusst auf die Produkte auch nicht eingegangen, weil es auch nicht Ziel meines Vortrags war. Aber das ist ja alles, ich hatte auf den Prüfbericht ja verwiesen, der ist bei der DLG ja veröffentlicht und das ist ja alles nachzulesen. Darauf würde ich gerne verweisen. Okay, gut. Dann zu den Produkten müssten dann die Firmen selbst was sagen. Das war jetzt nicht Vortrags, darauf war ich auch nicht vorbereitet. Okay, alles klar. Dann schaue ich hier nochmal durch. Ich sehe ansonsten noch viele technische Hinweise. Eine direkte weitere Frage habe ich hier jetzt im Moment nicht zu den Inhalten an sich. Dann gebe ich dem Ganzen noch ein, zwei Minuten, vielleicht kommt noch was rein. Ich möchte die Gelegenheit schon mal nutzen und mich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute da waren und hier mit diesen drei Vorträgen zum Thema Emissionsminderungen der Geflügelhaltung da uns allen ein Update gegeben haben. Ich möchte auch noch meinem Kollegen, dem Wolfgang Kaul, hier einmal danken. Der hat das Projekt von der Biomin-Seite aus betreut und hat auch heute die Veranstaltung mit organisiert, dass wir hier alle zusammen vor Ort sind und über das Thema noch einmal sprechen. Ja, jetzt kam hier noch eine Frage rein. Wie verhält man sich, wenn in meiner Genehmigung eine 70-prozentige Geruchsreduzierung gefordert ist? Haben Sie da Tipps dazu? Ja, da gibt es die sogenannte Öffnungsklausel in der TH Luft, die besagt, wenn ein Betrieb durch eigene Messungen nachweisen kann, dass er unterhalb der geforderten in Ihrem Beispiel 70% liegt, durch Messreihen, die müssen dann die Sommer-, Wintermonate oder auch Übergangszeit abdecken, dann hat er die Möglichkeit, diese im Rahmen des Genehmigungsverfahrens einzubringen. Hat er das nicht, werden halt greifen halt automatisch die TH-Luftwerte. Deswegen war das auch vom Verein für unabhängige Sachverständige, den sogenannten WUSA, ein ganz, ganz wichtiger Erfolg, das haben viele gar nicht mitbekommen, dass wir diesen Fuß in die Tür bekommen haben, dass wir nicht darauf angewiesen sind, nur auf diese formellen technischen Werte, die von irgendwo herkommen. Ich sagte das ja bereits mit 30% Messungenauigkeit. Also wer misst, dieses bekannte Beispiel, da sollte man sich nicht zu sehr auf absolute Zahlen verlassen. Ja, die Messtechnik spielt eine Rolle. Also mein Tipp an Sie konkret, beziehen Sie sich auf die Öffnungsklausel in der TH Luft und sprechen Sie mit Ihrer Genehmigungsbehörde, dass Sie die Möglichkeit haben, eigene Messungen, eigene Ergebnisse nachzureichen und sprechen Sie mit einem Messlabor. Die können das in aller Regel und dann können Sie abwägen, lohnt es sich oder lohnt es sich nicht. Okay. Vielen Dank. Ich schaue nochmal durch, ob Sie hier noch weitere Fragen haben. Aber ich sehe hier nichts Neues. Ich würde unseren Geschäftsführer, Moment, an Herrn Tepke eine direkte Frage. Welche Maßnahmen verwenden Sie aktuell zur Reduktion der Emissionen? Genau, also wir selber waren ja nicht Testbetrieb jetzt oder beteiligt als landwirtschaftlicher Betrieb. Und wir selber, und der Bremer hat das eben angesprochen, also was machen wir? Bestmögliches Management. Ne? Ich meine, wir haben selber ein Interesse und ich glaube, wo wir ja drüber reduzieren, ist über ein gutes Einstreumanagement, über eine angepasste, bedarfsgerechte Fütterung. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel machen und dann ist es halt wirklich halt auch nach wie vor noch der Mester, der das Tier im Auge hat, ne? Und halt auch auf unterschiedliche Tiere unterschiedlich und angepasst reagiert. Ne? Also wenn wir eine junge Herde oder kleine Küken im Stall haben, ziehe ich meine Futterphasen mit Sicherheit anders, als wenn ich eine durchschnittliche Herde drin habe. Und ich meine, was man mit Sicherheit sagen kann, auch das haben wir hier im Projekt gesehen,
Tränkemanagement ist auch ein wesentlicher Bestandteil. Ne? Einstreu trocken halten hilft einfach der Entstehung von Ammoniak im Stall erstmal entgegenzuwirken, hat mit Sicherheit auch einen Effekt. Und von daher gibt es da, glaube ich, viele, viele kleine Stellschrauben. Ich meine, wenn wir jetzt nach vorne gucken, der Sommer kommt, auch da geht es wieder los. Wie lüfte ich? Wie nutze ich eine Spülkühlung? Wie ziehe ich meine Lüftungsraten hoch? Also ich glaube schon, dass der Landwirt selber viele Möglichkeiten hat, aktiv Ammoniak oder insgesamt Emissionen zu reduzieren, die Werte niedrig zu halten. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen mein persönlicher Wunsch. Das ist das, was wir eigentlich die letzten Jahre erreicht haben, zusammen mit vor- und nachgelagertem Bereich und auch mit Züchtung, mit Genetik, mit Futtermittelfirmen, mit Stalleinrichtern, mit Beratern, dass wir diese Erfolge halt auch irgendwo anerkannt kriegen. Weil also was man einfach sieht, ist, dass in der politischen Diskussion von extrem hohen Emissionen ausgegangen wird, die aber heute in der Praxis bei durchschnittlich geführten Betrieben nicht mal gemessen werden. Nicht mal ansatzweise. Selbst die durchschnittlich geführten Betriebe unterschreiten diese Emissionen, ohne dass sie überhaupt bewusst jetzt irgendwas machen, immer. Und das, da müssen wir politisch ran, dass das irgendwo auch ja, honoriert wird, beziehungsweise auch gegebenenfalls, und das ist ja das, was Dr. Bremer aussagte, rein theoretisch wäre uns heute viel geholfen, wenn es, klar, wer viel misst, misst auch Mist, aber dass man einfach mehr Messtechnik hat, die zumindest nach hinten kommt das raus. Ne? Also wenn wir das belegen könnten bei vielen Stellen, wäre uns vielleicht ja auch geholfen. Aber das ist nochmal eine ganz neue Diskussion. Okay, wunderbar, vielen Dank. Schauen wir nochmal. Ja, gibt es noch den Kommentar, dass eine aussagekräftige Messung eh eine Herausforderung ist? Und danke nochmal für die Ausführungen. Ja, gut, weitere Fragen sehe ich im Moment nicht. Hier kam jetzt doch noch was. Also schön, wenn im Nachhinein doch immer noch was reinkommt, schreiben Sie gerne weiter. Hier gibt es noch die Frage, gibt es speziell für den Bio-Bereich Auflagen in der Planung? Also da kann ich nur sagen, speziell für Bio ist jetzt ja auch bei Borchardt oder so, wird ja nicht geguckt, ist es jetzt Bio oder Borchardt Stufe X. Also von daher glaube ich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht weiß von den anderen jemand, ob es da in der TR Luft irgendwelche Ausnahmen gibt. Da bin ich nicht fit. Ansonsten, also bei Borchardt oder so, wird da jetzt nicht geguckt, TR Luft. Da gibt es einfach nur die Diskussion, wie Tierhaltung zukünftig aussehen muss. Und da wird es die Herausforderung geben, wie das mit den Gesetzen zu vereinbaren ist. Vielen Dank dafür. Gut, falls Sie noch weitere Fragen haben, dann können Sie sich gerne noch einmal bei uns melden. Wir werden die Fragen weitergeben. Ich möchte mich nochmal bei allen bedanken für die Vorträge und auch die Fragen, die jetzt gekommen sind. Ich würde unsere Referenten bitten, noch einmal kurz mit drin zu bleiben. All unseren Teilnehmern wünsche ich noch einen guten Tag. Hoffe, Sie haben die Veranstaltung ja genossen, konnten was mitnehmen. Und wünsche Ihnen allen ja noch eine gute Restwoche. Auf Wiedersehen.